Da war einmal ein großes altes Herrenhaus, das weinte. Die Vögel auf dem Dach sangen traurige Lieder. Die Blumen in den Beeten entlang der großen Auffahrt ließen traurig ihre Köpfe hängen. Die Hündin in der Hundehütte auf dem Hof heulte. Der Besitzer saß betrübt in seinem Büro und oben im ersten Stock saß der junge Herr weinend auf seinem Bett. Die linke Hand zur Faust geballt saß er da und weinte. Unaufhörlich, unablässig, weinte er über ein schreckliches Unglück, an das er sich nicht und gar nicht erinnern konnte. Eines Tages kam eine junge Frau die Auffahrt hinaufgelaufen. Sie war barfuß. Ihre Füße und Beine starrten vor Schmutz, waren aufgerissen und zerkratzt. Ihre Kleider hingen in Lumpen um sie herum und an ihr herunter. Kleine Blätter bunten Laubs hingen darin. Sie lief aber geradewegs bis auf die große, schwere Eingangstür, blieb davor stehen und klopfte. Der deprimierte Diener öffnete. »Guten Tag«, sagte sie, »ich möchte bitte den Besitzer sprechen.« Der deprimierte Diener führte sie durch die große Halle bis vor die Türe des Büros.